wir haben jetzt 7 Monate Krieg. Mhm. Und wir haben vor 7 Monaten gewusst, was unsere Achillesferse ist. Das ist die Energieversorgung. Energie ist Leben. Energie ist Wohlstand. Und um eine Zahl zu nennen, soll nicht so viele Zahlen nennen, aber vor dem Krieg hat die Europäische Union 1% des Bruttoinlandsprodukts der jährlichen Wirtschaftsleistung ausgegeben für Energie. Jetzt sind es 5%. Das heißt, die Kosten sind explodiert. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich die Gefahr einer vor allem nicht nur schleichend stattfinden, sondern akut stattfinden, Deindustrialisierung in Deutschland. Wir verlieren Wohlstand. Weil wir haben natürlich Energie schon gespart, wurde gesagt, Gas gespart. Nur die Wahrheit ist, da wurde nicht einfach gespart, da ist auch Produktion jetzt schon stillgelegt worden. Das war vor 7 Monaten klar, was passiert. Das heißt, man hätte alles tun müssen, die Energieversorgung in Deutschland auszuweiten. Wir haben in Deutschland Gasvorräte, die entsprechen für eine Lieferung aus Russland von 40 Jahren. Wir fördern die nicht, aus Umweltgründen, als wäre es umweltschonender, in den USA Fracking zu betreiben und hierher zu transportieren auf Schiffen. Das ist völliger Irrsinn. Wir müssen Fracking hier betreiben.